Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch mal wieder beim Putzen mitnehmen. Durch die viele Arbeit in letzter Zeit ist halt extrem viel liegen geblieben und der Philipp, ja, denkt sich so, wo da noch was liegt, da kommt noch was dazu sein. Okay, Philipp, jetzt Bausteine auch noch auslernen, cool. Ja, auf jeden Fall habe ich heute spontan entschlossen, dass ich einen Putzvlog drehen möchte, denn ich war so in Putzfieberlaune. Ich habe mir gedacht, wieso nehme ich euch nicht mit? Ihr hört das. Mit dem Philipp hier macht das ganz besonders viel Spaß. Wie sagt man so schön, aufräumen oder putzen mit Kindern ist wie Nutella essen und Zähne putzen. Zeitgleich ist es ein bisschen, ja, schwierig. Aber wir werden unser Glück probieren. Ich fange jetzt im Kinderzimmer an, lasse den Philipp hier noch ein bisschen im Wohnzimmer toben und nehme euch mit. Ja, let's go. Im Kinderzimmer schaut es gerade nicht besser aus. Hier übrigens nicht wundern, dann gab es ein kleines Malheur. Deswegen Bettwäsche ab. So schaut übrigens die Emma-Matratze aus. Wenn man die oberste... ja, über den obersten, wie sagt man, Bezug wegmacht, schaut es so aus, ja, falls euch interessiert hätte. Ja, also wie ihr seht, hier schaut es halt so aus, ziemlich katastrophisch. Überall liegt was rum und Bettwäsche habe ich dann mal darauf geworfen, Kuscheltiere. Und ich war eigentlich gerade hier in diesem Bereich und da werde ich jetzt auch gleich weitermachen. Ich habe nämlich die Küche so abgestaubt, habe hier so einen Kübel mit frischem Wasser und so ein bisschen zum Reiniger. Und ja, let's go. Kinder haben übrigens eine tolle Angewohnheit, das Spielzeug einfach querbeet reinzuwerfen. Und das finde ich halt nicht so cool, weil die Kinder dann ja auch weniger damit spielen, wenn es dann so chaotisch ist. Aber ja, man kann von Kindern halt auch nicht erwarten, von kleinen Kindern zumindest, dass sie so eine Ordnung beibehalten. Ein Erwachsener. Ich habe da diese Buntstiftflecken, die ich da einfach nicht wegbekomme. Und ich probiere mal jetzt den Degreaser da drauf. Das ist so ein Putzmittel von Shogun. Das ist ein wahrer Wunderbewirker. Wir gucken mal, ob das mit dem jetzt einfacher weggeht. Ah, was? Einmal wischen? Das wird krass. Schauen wir es uns mal hier mal an. Epa, das ist ja krass. Ich meine, ich wusste ja, dass er geil ist, dieser Degreaser, aber... Wow, das ist eine absolute Empfehlung. Schaut gerne bei mir im Shop, meine Lieben. Ich habe den auch. Ich liebe den. Ich liebe den. Der ist ja bei mir auch schon richtig krass leer. Ich muss das auf Instagram auch zeigen. Das ist schon mega cool. Also ich weiß ja, dass er super ist, aber dass er so cool das macht, dass man nichts mehr wischen muss. Also nicht mehr rubbeln muss. Schon nice. Ich werde es gleich hier nochmal wiederholen. Die Luisa malt halt gerne Sachen an. Und ich versuche es mit dem Lappen wegzumachen, was ein bisschen, ja... sag ich mal, mit ein bisschen mehr Druck und so weiter, vielleicht dann doch weggeht, gewisse Sachen, aber nicht so ganz. Und da, und ich zeige euch mal, wie schnell und einfach das geht. Also einfach alles voll damit. Da ja das gesamte Haus wie eine Katastrophe ausschaut, habe ich mir Hilfe geholt. Zurzeit sind wir dann natürlich stärker und schneller. Und ja. Deswegen hat er aber gesagt, dass er mir schnell hilft. Der Patrick schaut auf den Philipp, weil der Patrick ist ja schon zu Hause, keine Schule mehr. Ne? Ja, aber der Patrick wäre ein bisschen beste Leben, gewesen, ne? Stimmt. Der Philipp kann man ja nicht so alleine lassen. Ja, aber der Papa hat gesagt, er übernimmt die Küche und ich übergebe ihm das Zepter. Jawohl, ihr seid hier in mein Reich. Jetzt schaut sich ein bisschen den Papa beim Putzen zu. Das ist natürlich mein Chaos hier. Sehen und wir werden gemeinsam, ihr packt auch mit, oder? Nein. Wir werden mal die Küche jetzt aufräumen, weil zum Kochen muss ja auch noch, die Kinder kommen auch von der Schule bald nach Hause und ihr wisst, wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen, kommen alle mit einem riesengroßen Hunger und wenn es nichts auf dem Tisch liegt, dann ist es gefährlich.
jetzt werden wir das Mittagessen vorbereiten und dann geht es weiter mit Putzen. Heute gibt es bei uns zum Mittag Tomatensuppe, die werde ich natürlich selber machen. Ja, also. Ich habe mir jetzt die andere Kamera geschnappt. Schaut mal, wie süß die ist. Und der hat mit der jetzt weiterfilmen, während der Papa mit der anderen Kamera weiterfilmt. Ja, ich bin jetzt hier mal schon soweit fertig. Also das hier ist alles schön staubfrei und sauber. Dieses wunderschöne Bild werde ich jetzt in die Küche bringen. Auf unseren Kühlschrank, da hängen immer diese Bilder. Ist das nicht super süß? Schaut mal, die Lara hat uns im Urlaub gemalt. Der Papa mit Bart. Bauch. Und der Papa hat immer so eine blaue Hose, dann der Patrick mit passender Frisur. Ich und könnt ihr den Philipp sehen, der ist in meinem Arm. Die Michelle, die Lara und die Luisa. Und die Luisa im blauen Badeanzug, weil die Luisa liebt blau und die ganzen ja, Sachen. Wobei, das passt jetzt nicht zum Putzblogger, ich wollte euch das trotzdem zeigen, das ist so süß. Gut, das kommt jetzt wieder mal in die Küche. Hier bin ich ja fertig, aber schaut euch mal an hier. Hier habe ich dabei alles hingelegt. Ich muss auf jeden Fall alles mal hier vom Boden weg, auch die alten Schulsachen. Die Schulsachen von der Lara habe ich jetzt mal alle ausgepackt, dann hier in der Tüte jetzt mit von der Schule gebracht und die warten auf sie. Die Sachen, die unter das Bett gehören, tue ich dabei auch kurz hier rauf, denn ich möchte Staub saugen. Jetzt mal kurz hier rauf. Das Ganze muss natürlich von der Fensterbank weg. Schaut euch mal das an. Ist das nicht krass? Ja, so schaut es von oben aus und hier von unten ist grau. Oh mein Gott, Teppich. Das ist einfach nur Teppich und ein bisschen Boden. Im Zimmer ist übrigens schon der Roboter, der hier schön brav aufwischt. So ein Wischroboter. Habe ich euch eh mal gezeigt, der hat da hinten diese Mops. Und er wischt jetzt hier. Und ich werde mich dem hier widmen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Spiegel erkennen, also in der Kamera erkennen könnt. Ah, vielleicht jetzt hier, schaut mal. Seht ihr das? Ich weiß nicht, was diese Kinder mit dem Spiegel machen. I don't know, aber das ist wirklich eine Arbeit, die ich einfach jede Woche einmal mindestens machen muss. Furchtbar. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt kurz den Glasreiniger holen und dann let's go. So, Spiegel ist jetzt sauber und den Roboter lasse ich hier schön brav herumfahren und ich widme mich jetzt dem Badezimmer. Und jetzt putze ich das Bad einfach so wie immer. Spiegel. Das muss weiter. Übrigens bin ich jetzt am Umswitchen zu den Joggenprodukten, Putzmitteln. Den Degreaser habe ich euch ja vorhin schon im Kinderzimmer gezeigt. Der ist ein Wahnsinn, den nutze ich überall in der Küche. Einfach dort, wo ich einen Fleck habe, wo ich nicht wegbekomme, kommt mein Degreaser ran. Das ist ein Fettfleck oder einfach so, ja, so Sachen, die ölig sind und ich werde gehen. Ich habe auch meine Schminkkleider vor ein paar Tagen geputzt, war so ein Fettfleck. Mit dem habe ich es wegbekommen. Und ich habe auch für die Toilette oder grundsätzlich das Badezimmer so einen richtig tollen Entkalker, der vor so Schwärzungen und Verfärbungen rost auch. Richtig cool. Meine Armaturen hier sind blitzeblank, kein bisschen Kalk dran. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen die Fugen machen, da habe ich auch einen Spezialreiniger dafür. Ich sage euch, der ist top, den liebe ich so sehr. Das ist ein Fugenreiniger und ich sage es euch, da braucht man sich wirklich überhaupt nicht großartig anstrengen. Aber nur den drüber schütten. We'll be right back.
Hier bin ich schon mal fertig. Also das Putzmittel muss ich noch wegräumen natürlich. Und jetzt kommt die Toilette dran und das hier ist es. Wie ihr sehen könnt, sehr verkalkt vom Duschen. Kann man glaube ich gut erkennen. Wasserflecken und so. Ich werde das jetzt mit diesem hier mal angehen. Und mein Duschkopf da oben, der ist auch immer super schön verkalkt. Hier ist überall kalt. Guckt euch mal da. Und es geht bei uns mega schnell. Also ich putze das Badezimmer mindestens einmal die Woche, wirklich mindestens. Und ja, das schaut trotzdem so aus. Hey ihr Lieben, jetzt ist schon halb drei in der Zwischenzeit. Kinder sind natürlich schon von der Schule nach Hause gekommen, wir haben schon gegessen. Geschirr sammelt sich wieder weiter, also das ist ja bei uns ein, wie soll ich sagen, kontinuierliche Arbeit, die hört nie auf. Ja, und wir werden gemeinsam jetzt weiter putzen. Ich gehe mal kurz unten in den Waschraum, wir werden eine Waschmaschine einschalten. Hello! Ja, Küche ist auch schon fertig, Bodenwaschen muss man noch. Ich mache aber alles in einem. Zuerst mache ich mal den Vorraum fertig und wenn ich auch mit Staubwischen im Vorraum fertig bin, dann mache ich Boden komplett alles in einem, also Vorraum, Küche und Badezimmer. Jetzt geht es an meinen Kalk ran. Ich werde jetzt mit dem hier diese, ja. Oh, schau, wie man das sieht. Schau mal da oben. Wie krass das arbeitet. Richtig hartnäckigen Kalk ist das, ist aber das Beste. Oh mein Gott! Nur einmal wegwischen, ja. Kannst du mir sehen, dass es sauber ist, gell? Erheblich, das ist geht so schnell. Gott. Faszinierend, oder? Ja. Also dieses Mittel ist echt ein Wahnsinn. Gerade für Haushalte, die so Kalkprobleme haben wie wir, weil wir haben extrem kalkhaltiges Wasser. Bei uns ist das wirklich immer so. Und gerade das kriege ich nie richtig sauber, weißt du? Naja, das ist schon ziemlich schwierig, ne? wenn der Mittel nicht gut ist und reibt, bis es wahnsinnig wird. Ja, genau. Und hier einfach, ich muss hier nur wischen. Einfach nur so rein und raus. Wahnsinn. Fertig. Wahnsinn. Das ist der verkalkte Teil. Und das ist der, der weggewaschen ist. Ja, genau. Wahnsinn. Schauen wir uns jetzt da. Können wir dann besser sehen, ob wir nochmal nach. Da war ja vorher mega verkalkt. Ja, Wahnsinn, gell? Und hier, schau mal. Das fährt alles ab. Wahnsinn. Ah. Man kann sofort sehen, wie es arbeitet. Ja, genau, da wo es arbeitet, ist ein bisschen Kalk noch verblieben. Ne? Genau. Krass. I like it. So macht Putzen Spaß. Ja, definitiv. Schon krass aus. Okay. Echt schön sieht das aus. Ich zeige euch jetzt noch mal die Fugenklinge mit meiner Fugenbürste. Ich habe mir extra gekauft. Das ist so cool. Man braucht das einfach nur hier. Schaut mal. Einfach in die Fugen rein. Man kann schon sehen, wie es dann schon so schäumt. Kommst du näher? Ja. Kann sehen, wie der Dreck sich schon löst. Ja. Schau mal, wie es schön. Wahnsinn.
willkommen zu Tag. Na, so willkommen, so muss man sagen. Hallo, zweiter Tag. Hallo. Hey. Wir haben jetzt schon Tag 2, meine Lieben. Wir haben es gestern leider nicht mehr geschafft, das ganze Haus fertig zu putzen. Aber heute geht's weiter. Wir haben nämlich noch ein bisschen was vor uns. Wohnzimmer, abstauben, Staubsaugen und so weiter. Aber seht ihr jetzt eh gleich. Let's go. So, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Putzvlog XXL. Wir haben einfach ja, ganz viel geputzt. Wir haben so ja, eigentlich einen spontanen Großputz gemacht. Einfach weil schon so viel liegen geblieben ist. Ja, muss auch mal sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch inspiriert, selbst zu putzen. Und wenn es so war, dann lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Tschüss!